Heute kommen wir zu Akli Powerbank 20.000 mAh Lighting Powerbank. Alles weitere gleich nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen bei Darkies Hardware World. Hier ist mal wieder euer Darkie und der hat tief in die Kiste gegriffen. Nein, stimmt nicht. Ich habe halt das Problem und erstmal herzlich willkommen, dass ihr bei mir eingeschaltet habt oder bei uns. Ja, ich habe immer das Problem, ich fahre nachmittags noch außer meinem IT-Job immer so ein paar Stündchen noch im LKW und jedes Mal, oder man sitzt im Auto und irgendwie ist echt immer das blöde Handy leer, wenn man jetzt viel telefoniert hat. Oder man hat das Problem, man hört seine MP3s oder was weiß ich und oder ist da mit irgendwelchen Gegenständen am Zocken und zack sind die Dinger halt nun mal leer. Ja, im Auto laden dauert ewig. Und diese hier, die soll laut allen Rezensionen liefert die wirklich zwei Empire ab. Ich habe ja schon gesagt von Octi getestet. Und hier machen wir heute erstmal nur ein reines Unboxing. Schauen uns dran, klemmen die kurz mal an, wie es mit dem Laden. Und zum großen Geschieße des Tests kommen wir, weil so ein Test ist sehr aufwendig, weil ich möchte sie richtig auschecken. Na, wie lange lädt das? Ich habe gelesen, bis 15 bis 18 Stunden so eine Powerbank, bis sie dann endgültig voll ist. Die ist bereits etwas vorgeladen, habe ich gesehen. Habe natürlich schon reingeguckt und habe mich auch informiert. Also sie soll über 2 Ampere beliefern, und aber da kommen wir gleich nochmal in den Einzelheiten zu beim Auspacken. Ich hoffe, ihr habt Lust und Bock und es interessiert euch. Dann würde ich euch gerne mitnehmen, da zähle ich auf euch, zum Powerbank-Check. Hardware-Check. So, wie üblich bei Oki, immer eine schlichte Verpackung, da muss man auch nicht, also das ist bei denen halt Standard, das ist hier Markenzeichen, finde ich auch ganz toll so. Die Verpackung ist meistens, ist natürlich schön, wenn sie oben mal bunt ist, muss aber hier nicht sein, weil hier zählt absolut die Technik und der Inhalt drin. Wie man hier schon sieht, hat die 20.000 mAh. 2 USB, dann auch In-Out vom Typ C, und das war mir halt wichtig. Ich habe einfach mal nachgeschaut nach den ganzen Rezessionen, die hat verdammt gut abgeschnitten, deswegen habe ich gesagt, okay, das machen wir auch. Na, die will ich haben. Na, weil ich habe eine von Hama, die habe ich meinem Jüngsten geschenkt. Naja, ständig ist das Ding immer leer und liefert nicht das ab, was sie eigentlich soll. Aber wir wollen nicht so viel quatschen. Wir schauen uns mal den Karton an. Als erstes kommt uns hier die Manuals in Gucken, da, also die Bedienungsanleitung. Sie ist in Deutsch. Ab Seite 4. Ich muss euch da jetzt so... Vielen Dank, dass ich entschieden. Lieferumfang 20.000 mAh Powerbank, USB, Micro-USB-Kabel, Bedienungsanleitung, Garantiekarte, Diagramm. Und hier nochmal die einzelnen, ich zeige euch das, ich versuche es jetzt mal echt absolut nah ranzuhalten. USB-Ausgang 1, USB-Ausgang 2. Also man kann da zwei Netze, Ein- und Ausschalter, der findet sich oben drauf. USB-Lighting-Eingang, Micro-USB-Eingang. Okay, dann haben wir hier nochmal die Kontrollleuchter, bis sie voll ist. Und die volle Power erwischt hat. Wir gehen zur nächsten Seite. Modell PSN36, 20.000 mAh. Da einmal den Lighting-Eingang 5 Ampere, 2 mA, und den anderen, das ist dann auch nochmal 5 Volt, auch 2 mA. Also man hat den Typ C-Anschluss, das wollen wir gleich mal auschecken. Was haben wir denn noch? Hier sind nochmal die Abmessungen. Das kann ich ohne Brille. 149,5 mal 82,5 mal 21 mm. In Zentimetern sind das dann 14,9 Zentimeter, 14,95 cm, 8,2 und 2, über 2 cm stark. Also schon ein richtig heftiges Ding. Gewicht liegt bei 387,2 Gramm. Produktlinie starten. Aufladen der Powerbank. Laden Sie die Powerbank
vor dem ersten vollständig auf. Das machen wir aber hier noch und da gucke ich nochmal, die ist vorgeladen. Aufladen, hier schießen Sie das Ladegerät am Gerät an, Plug and Fuck. Die soll also jetzt wirklich 2 mm, 2 Ampere abliefern. Wie gesagt, auch den ganzen Rezessionen, weil da viele Bänke machen, dann drücken Sie den Netzschalter, um den Ladevorgang zu starten. Ziehen Sie das Gerät aus, wenn er vollständig aufleuchtet. Das werde ich heute mit verschiedenen Geräten nochmal beginnen. Dazu brauchen wir aber einen zweiten Teil, das kriegen wir in einem Rutsch nicht fertig. Das würde das Video sprengen hier. Im Lieferumteil ist natürlich auch, finde ich, ganz toll. Gibt es nicht immer. Ich habe schon einige Powerbanks in der Hand gehabt. Schönes Täschchen, wo man nochmal so sein Zubehör rein. Ist auch so sehr gut gemacht. Und hier kommen wir zur Powerbank. Einmal so, die hintere Seite, die Seite. Und hier sind die halt die beiden Outs. Hier haben wir das eine normale und Micro-USB und den zweiten USB-T Typ C ist das. Macht sich ganz gut, lässt sich also kann man da auch nochmal mit dem Typ C Stecker laden. Das haben wir. Hier befindet sich der Ein- und Ausschalter. Den drücken wir jetzt mal. Und dann haben wir die Ladeanzeigen. Es sind jetzt schon 3 Stufen vorgeladen. Mal so sehen, wie lange es dauert. Also ich habe gelesen, zwischen 15 und 18 Stunden. Muss man bei so einer Powerbank einkalkulieren, dass sie lange zum Laden ist. Ist es auch nichts. Ich packe die mal in die Hosentasche. Also bei mir passt die da rein. Ich weiß nicht, was da Leute geschrieben haben. Passt rein. Mir ist es aber wichtig, dass ich unterwegs eine lange Ladekapazität sehe. Jetzt können wir noch mal gucken, was haben wir denn für ein Kabel dabei. Hier ist noch mal ein kurzes Ladekabel bei, das nehmen wir natürlich auseinander. So, da haben wir jetzt unseren Micro-USB und halt für die Ladestation. Das verbinden wir mal. Und ich bin jetzt mal ganz fieselig und werde das nicht mal an den USB-Klappen am Computer. Der liefert auch ganz schön Dampf ab und dann schauen wir mal, ob das Ding sich hier lädt. Die Ladeanzeige, dazu müsste ich euch gleich mal ranziehen, blinkt und werde das Gerät noch mit hochnehmen, aber ich will euch das noch mal kurz zeigen. Ich nehme mal halt die Kamera kurz mal und mache mal für euch ein kleines Päuschen. Ich hoffe, ihr könnt es ein bisschen sehen, aber man sieht also den Ladevorgang und bis sie dann voll ist. Ja. Also ich weiß zwar aus den Rezensionen, dass man das weiterempfehlen kann und das mache ich dann auch noch mal in meiner Endbesprechung. Gut, wir kommen dann gleich mal zur Endbequatsche. Bis gleich. So, da sind wir wieder zurück von unserem Unboxing. Was ich euch noch natürlich zeigen wollte, noch ist auf jeden Fall klar, das Täschchen ist sein Gold wert. Man kann hier das Kabel drin verpassen. Ja, schöne Sache das. So, ich kann ja jetzt erstmal nur von meinem ersten Eindruck reden. Es lädt da hinten noch immer fleißig vor sich hin. Das wird auch ein bisschen dauern, weil der Test wird dann echt ein bisschen ausgiebig. Ich werde das auch nochmal mit einem Typ C Kabel probieren, habe ich oben. Also vom Lieferumfang finde ich schon mal toll, dass diese Tasche dabei ist, dass man das Ding auch einpacken kann und sich nicht ständig zerkratzt. Das hatte ich bei der Hammer zum Beispiel nicht. Das sind auch lange Lager sind. Wie gesagt, diese ganzen Rezensionen sagen mir, dass sie voll diese 2, abliefert. Hier steht zum Beispiel ein Satz, der hat mich bestätigen kann ich auf jeden Fall, dass die Powerbank meine QI-Schale mit 1,5 mA, also mit 1,5 befeuert und mein Tablet mit 1,7 Ampere am Ladegerät hält. Eine Powerbank zum Laden angeschlossen nimmt sich storisch 2 Ampere aus der Powerbank. Ein Ladestrom von über 2 habe ich nicht realisieren können. Gut, das muss man jetzt auch nochmal sehen. Also ich schaue jetzt auch nochmal in die technischen Fakten, die hier nochmal bei auf Amazon angegeben sind, da war auch nochmal so das eine und andere zu sehen. So, in der 20.000 M-Quick steht hier nochmal Quick Change, das ist die jetzt hier, genau, das muss die sein, 5,5 bis 6,5 Volt, also Dings, USB-Eingang,
Das hatte ich euch ja erzählt, hier nochmal den Außenmann. Mikro Lighting ist eines der größten, derzeitiger Preis bei Amazon liegt bei 28 und ein bisschen. Na? Ich packe euch eine Powerbank, 20 mm, laden Sie Ihr iPhone 7, iPhone 8, 7 bis 3 maximal, also das kann man wohl dreimal laden, 4,9 mal ein iPhone 8, 4,9 iPhone X und das werden wir natürlich alles ein bisschen austesten. Zwei USB-Anschlüsse kombiniert, maximale Leistung 3,4 Ampere. Laden Sie gleich zwei iPads mit maximaler Geschwindigkeit bei einer Leistung. Sicherheit eingebautes Sicherheitsmechanismus schützt über übermäßigen Stromzufluss, Überhitzung, Überladung. Na? Die V-Umfang habe ich ja gesagt, auch die Powerbank 20.000 bla bla bla, Micro-USB-Tasche, Bedienungsanleitung, 24 Monate Garantie. Also, okay, soweit ich das recherchieren konnte, ist ja nur ein alter Hase, was die Powerbanks angeht. Da können sich so einige Hersteller hinter verstecken und nicht, dass jetzt hier einer denkt, ich mache hier Werbung oder was weiß nicht, ich werde dafür bezahlt. Dem ist nicht so. Na, das kann ich jetzt gleich mal ausklammern. Also, wie gesagt, hat mich umgehauen, auch so was so der Lieferumfang ist. Ich kann euch das Ding wieder, packe ich euch in die Videobeschreibung. Schaut auf jeden Fall den zweiten Teil, das Testergebnis. Das ist jetzt erstmal so ein kleiner Vorschwanke, was man so drin hat. Viele schauen ja auch gerne mal ein bisschen Unboxing. Was ich noch als Anregung vielleicht für den Hersteller mitliefern könnte, Kabel ist okay. Wäre vielleicht interessant, da nochmal ein zweites Kabel für einen USB Typ C Pack beizupacken, mal so als Anregung, könnte ich weiterempfehlen. Kostet ein paar Cent, dann lieber das Ding vielleicht einen Euro teurer machen und man hat so ein Kabel dabei. Kann nicht schaden, ne? Wenn man jetzt gerade mal von Typ C auf den Typ C gehen will, hat keinen anderen Anschluss, wäre das eine ganz tolle Sache. Ist so meine Anregung. Ansonsten, alles Weitere findet ihr wieder in der Videobeschreibung. Wäre schön, wenn ihr den Affiliate-Dienst benutzt. Ich werde das Ding auf jeden Fall behalten. Ich bin schon ganz gespannt drauf und werde bestimmt viel Freude dran haben. Ja, was gibt es noch zu sagen? Wie gesagt, alles weitere in der Videobeschreibung. Wer den Kanal supporten will, möge doch bitte die Affairs-Links benutzen. Oder wer es ganz übertreiben will, kann den Kanal auch anderweitig supporten, indem er den, PayPal-Link nutzt. An die Abonnenten bitte nicht die Glocke vergessen, wie üblich, und den anderen Wängen. Und danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Wenn es das denn getan hat, dann wäre es schön, wenn ihr ein Abo da lässt. Freue ich mich immer drüber. Oder den Daumen in nördliche Richtung. Und konstruktive Kritik könnt ihr natürlich auch ablassen, aber bitte konstruktiv. Für Verbesserungen und allem Möglichen sind wir immer offen. Dafür sind wir ein offener Kanal. Ja, ich kann an dieser Stelle nur noch auschecken. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Da zähle ich auf euch. Das nächste Video ist bereits am Start. Wir haben so viel am Start, dass wir uns durchschmeißen können. Aber das machen wir nur nicht. Wir wollen euch ja nicht bombardieren. In diesem Sinne sage ich nur jetzt Tschüss, bye bye, check aus, müsst ihr zwangsweise auch tun. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder zum nächsten Gaming Software Hardware Check. Lasst euch überraschen. Aber auf jeden Fall hoffe ich doch zum nächsten Hardware Check.